Herzlich willkommen zu unserem Online-Vortrag über das christliche Menschenbild. Wir sind heute mit vielen Menschen zusammen in der Berufswelt oder im Alltag unter den Bekannten, Verwandten, in den Vereinen, die ein ganz anderes Menschenbild haben als wir. Und darum ist es gut, wenn wir uns mal Gedanken machen über das christliche Menschenbild, wie das denn aussieht. Es gibt Menschen, die denken, der Mensch, wie er heute lebt auf der Erde, der ist ja an sich gut. Wir sind eigentlich alle vollkommen, nur durch den einen oder anderen schlechten Einfluss gibt es halt ein bisschen schräge Sachen an uns Menschen, aber grundsätzlich ist der Mensch gut. So denken viele. Es geht vielleicht auch zurück auf Jean-Jacques Rousseau, der meinte, man muss den Mensch einfach so lassen, wie er ist, möglichst wenig Einfluss nehmen bei der Erziehung, dann wird aus dem Menschen schon ein guter Mensch werden. Das ist nicht christlich. Wir werden das nachher sehen. Wir Christen sind überzeugt, wir Menschen haben eine Erbsünde und es ist nicht alles perfekt und vollkommen. Ein anderes Menschenbild, dem wir heute immer wieder begegnen, sagt, der Mensch ist autonom. Das bedeutet, der Mensch ist sich selber Gesetzgeber. Es gibt nicht ein höheres Gesetz über ihm, dem er gehorchen muss, sondern sondern er ist selber der Herr, der sich Gesetze gibt. Das ist ein Menschenbild, das viele Politiker in den Köpfen haben, die meinen, sie können Gesetze geben, wie sie wollen. Und das ist eben nicht christlich. Das christliche Menschenbild sagt, Gesetzgeber ist Gott und unsere Gesetze müssen sich nach seinen Gesetzen richten. Dann gibt es andere, die sagen, ja, wir Menschen, wir können uns ständig neu selber erfinden. Wir müssen jetzt nicht irgendwie ein Wesen verwirklichen, das Gott uns gegeben hat, sondern wir können uns einfach neu erfinden. Wenn ich heute sage, ich möchte ganz anders sein, wie eigentlich Menschen immer waren, dann wird es auch gehen. Alle diese Bilder sind nicht christlich. Und darum fragen wir uns heute ja, wie sieht denn dann die Christenheit den Menschen? Immerhin denkt die Christenheit schon 2000 Jahre lang über den Menschen nach. Also wie denkt die Christenheit über den Menschen? Und ganz grundlegend für das christliche Menschenbild ist eine ganz banale Einsicht, eine ganze Binsenweisheit, wenigstens für uns Christen, nämlich wir wurden von Gott erschaffen. Das leugnen ja viele heute, die über den Menschen sprechen, die meinen, der Mensch ist halt irgendwie zufällig entstanden und jetzt ist er halt mal da. Wir Christen wissen, wir wurden von Gott erschaffen und das hat Konsequenzen, ganz große Konsequenzen für das Bild vom Menschen. Wenn der Mensch einfach halt da ist, zufällig entstanden, dann liebt ihn niemand. Dann muss es niemand gut finden, dass es ihn gibt. Dann ist er halt zufällig entstanden, wie andere Dinge halt auch zufällig entstehen, wie der Schmutz auf der Straße oder sonst was. Wenn wir aber sagen, Gott hat den Menschen erschaffen, dann bedeutet das, Gott findet es gut, dass es uns gibt, sonst hätte er uns nicht gemacht. Und das ist das Wunderbare am christlichen Menschenbild. Es ist davon überzeugt, Gott findet gut, dass es den Menschen gibt. Und im Schöpfungsbericht heißt es ja, Gott sah, dass alles sehr gut war. Also Gott heißt es noch ausdrücklich gut, dass es uns gibt. Und das hat Einfluss auf unser Lebensgefühl. Selbst wenn kein Mensch uns mag, können wir immer noch sagen, wenigstens Gott mag mich, sonst hätte er mich nicht erschaffen. Also dieser Gedanke vom christlichen Menschenbild ist der Gegensatz zu Menschenbildern, wie zum Beispiel von Jacques Monod. Der Jacques Monod sagte, ja, die Menschen sind zufällig entstanden, sie sind so quasi Zigeuner am Rande des Universums, sagte er. Wir sind halt da, irgendwo im Universum. Und es ist jetzt halt so, kann man nichts machen. Also das christliche Menschenbild sieht es anders.
Das ist das Erste, was wir also ableiten können aus der Überzeugung, dass Gott uns erschaffen hat. Das Zweite ist, wenn Gott uns erschaffen hat, dann hat Gott sich dabei was gedacht. Das heißt, Gott hat uns geformt. Er hat sich was überlegt. Er hat sich überlegt, wie soll denn ein Mensch aussehen? Und dann hat er ihn genauso geformt nach der Idee vom Menschen, die er im Kopf hatte. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Wenn was zufällig entsteht, dann ist es halt irgendwie ohne Plan und ohne Ziel. Wenn was gemacht wird von jemandem, geschaffen wird von Gott, dann hat es einen Plan vorher gegeben. So wie wir Menschen, wenn wir etwas machen, uns zuerst überlegen, was soll denn das werden? Also wenn ein Töpfer einen Klumpen Ton in die Hand nimmt, dann überlegt er sich ja zuerst mal, soll das jetzt ein Teller werden, eine Vase, eine Tasse, eine Schüssel oder sonst was? Und dann fängt er an und versucht, diesen Klumpen Ton so zu formen, wie es seiner Vorstellung entspricht. Und genauso handelt jeder, der irgendwas herstellt, natürlich auch Gott. Das heißt, Gott hat sich zuerst überlegt, wie soll denn der Mensch sein? Und dann hat er uns so geschaffen, wie es seiner Vorstellung entspricht. Und darum müssen wir Menschen uns nicht selbst erfinden, sondern Gott hat uns erfunden und so sind wir jetzt. Also wir nennen das hier, dieses Wort wird in diesem Vortrag öfters vorkommen, wir nennen das menschliche Natur, also so wie Gott uns geformt hat, das Wesen, das er uns gegeben hat. Und das bedeutet für uns, wir müssen der Vorstellung entsprechen, die Gott von uns hat. Es ist ungefähr so, wie wenn ein Töpfer, nehmen wir das Bild vom Töpfer, wenn ein Töpfer eine Tasse machen will. Und das ist aber dann nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, dann wird er sehr unzufrieden sein mit dieser Tasse, die dann eher aussieht wie eine Schüssel oder wie ein Teller oder sonst was. Und so ähnlich ist es auch bei Gott. Gott hat eine klare Idee vom Menschen, so hat er uns erschaffen und unsere Aufgabe ist es, dieser Idee möglichst nahe zu kommen. Also gut für uns ist das, was unserer Natur entspricht, weil Gott uns unsere Natur gegeben hat. Und darin unterscheidet sich das christliche Menschenbild zum Beispiel vom Menschenbild des Existenzialismus, der sagt, ja, der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Das ist ein wörtliches Zitat von Jean-Paul Sartre, was bedeutet, wir können uns zu egal was machen. Wenn ich mir denke, der Mensch soll so ein Zwischending werden zwischen Mensch und Maschine, dann bastle ich da halt irgendwie rum, pflanze irgendwelche Chips in den Menschen ein. Wenn ich mir denke, ja, der Mensch, ich könnte aus dem Menschen auch so eine Mischung zwischen Tier und Mensch machen, ich pflanze ihm halt irgendwelche tierische Organe ein. Das ist existenzialistisches Menschenbild. Mensch ist das, wozu er sich macht. Wenn ein Mann sich denkt, ich will jetzt halt eine Frau sein, ist er halt eine Frau und so weiter. Das christliche Menschenbild ist hier anders. Es akzeptiert, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Und für uns ist es ganz wichtig, das so anzunehmen und so zu sein, wie es der Idee Gottes entspricht. Und in diesem Punkt ist das christliche Menschenbild auch im Gegensatz zum autonomen Menschenbild, der sagt, der Mensch ist selbstbestimmt, total unabhängig, er muss sich nach nichts richten, hat nichts über sich. Wie gesagt, das christliche Menschenbild sagt, wenn wir erschaffen sind, dann ist Gott der Herr. Und dann kann er uns Gesetze geben, dann kann er von uns verlangen, so zu sein, wie er sich das denkt. Und wie jeder, der was macht, ein Ziel hat, wozu er denn das macht, wofür soll denn das gut sein, was ich hier mache, so hatte auch Gott ein Ziel, als er uns Menschen erschaffen hat. Der Gedanke, das Ziel, als Gott den Menschen erschaffen hat, war, sie sollen teilnehmen an seinem Glück. Er will hier Geschöpfe schaffen, denen er sein Gutsein mitteilen kann, seine Herrlichkeit, seine Freude. Und darum sind wir Christen überzeugt, Gott hat uns erschaffen und zwar für den Himmel. Dort im Himmel will Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lassen und dadurch zeigt er, wie herrlich er ist. Er lässt sich erkennen, er streut seine Herrlichkeit aus.
Und darum fällt im Himmel beides zusammen. Zum einen mal ehren wir im Himmel Gott, weil jeder, der im Himmel ist, eben teilnimmt an der Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes erkennt und sieht und damit Gott preisen kann. Und zum anderen werden wir selber glücklich. Und auch das ist das Wunderbare am christlichen Menschenbild. Und dadurch unterscheidet es sich von allen irgendwelchen trüben, depressiven Bildern von Menschen, die den Menschen so negativ sehen und das Ende, man weiß nicht was, oder der Tod, mit dem Tod ist alles aus. Das christliche Menschenbild sagt, der Mensch ist für mehr erschaffen als hier für die Erde. Er ist gemacht für den Himmel. Und dadurch werden wir mal Gott ehren. Das ist die wunderschöne, schönste Aufgabe, die wir haben. Und dadurch werden wir selber glücklich. Also, wir wurden von Gott erschaffen. Das ist ganz grundlegend für unser Menschenbild. Und das bedeutet, ich fasse es hier nochmals kurz zusammen, Gott findet gut, dass es uns gibt. Das bedeutet aber auch, Gott hat eine ganz klare Idee von dem, was ein Mensch sein sollte. Und unsere Aufgabe ist es dann, dieser Idee zu entsprechen. Gut ist all das, was dieser Idee entspricht, und verkehrt ist das, was dieser Idee widerspricht. Und wir sind zum Himmel berufen. Das alles ist ganz grundlegend für das christliche Menschenbild. So, wenn Gott eine ganz klare Idee hat von uns Menschen, dann müssen wir über uns Menschen mal nachdenken und überlegen, wie sind wir denn von Gott gemacht? Weil dann können wir ja aus unserer Natur, aus unserem menschlichen Wesen herauslesen, wie wir sein sollen, so wie es unserer Natur, unserem Wesen entspricht. Und damit und darum werden wir uns jetzt überlegen, wie hat denn Gott uns erschaffen? Wie sind wir denn? Weil aus dem, wie wir sind, wie Gott uns gemacht hat, können wir dann ableiten, wie wir uns verhalten sollen. Also wie hat Gott uns erschaffen? Wir fangen mal mit den Dingen an, die wir wahrnehmen können. Und das sind unsere Sinnesorgane. Wir haben Augen, mit denen wir sehen können. Wir haben Ohren, mit denen wir hören können. Eine Nase, einen Mund, mit dem wir reden, aber auch schmecken können. Wir haben eine Hand, einen Tastsinn. Und damit sind wir Menschen den Tieren doch irgendwie auch ähnlich. Die Tiere haben das auch. Auch die Tiere haben Augen, die haben Ohren, eine Nase, einen Mund. Bei vielen Tieren sind diese Organe viel besser ausgebildet als bei uns Menschen. Die sehen weiter, die hören besser, die können besser riechen. Also, aber das ist jetzt nur mal ein Teil von uns Menschen. Aber immerhin einen Teil, den wir haben, den wir wahrnehmen können, den wir an uns selber wahrnehmen können. Und darum beschrieben die griechischen und auch die christlichen Denker den Menschen als ein Sinneswesen, das mit Vernunft begabt ist. Also zuerst mal ein Sinneswesen, weil wir eben Sinne haben, so ähnlich wie die Tiere auch. Aber was uns dann vom Tier unterscheidet, werden wir gleich sehen, das ist die Vernunft. Da kommen wir gleich darauf. Und was für das christliche Menschenbild auch ganz grundlegend ist, die christlichen Denker waren bis vor kurzem immer überzeugt, dass unsere Sinne ein zutreffendes Bild von der Welt uns liefern. Dass wir also mit unseren Sinnen tatsächlich die Welt erreichen können. Dass wir mit den Augen nicht nur irgendwie ein Bild sehen, sondern dass wir mit den Augen die Dinge in der Welt sehen. Den Baum vor der Tür. Dass wir mit den Ohren nicht irgendwie Geräusche hören, sondern wir hören die Töne in der Welt draußen und so weiter. Das ist wichtig gegen die, die sagen, ja, der Mensch, der kann die Welt gar nicht richtig erkennen, so Richtung Kant, der sagt, ja, eigentlich nehmen wir nur uns selber wahr, was da draußen ist, ist übertrieben, ich übertreibe, was da draußen ist, das wissen wir gar nicht so recht. Also, das ist ein Punkt, der uns Menschen ausmacht, unsere Sinne. Wir haben diese fünf Sinne. Und wir haben noch eine Eigenschaft. Wir haben einen Gemeinsinn, der alle diese fünf Sinne zusammensetzt. Also wenn Sie auf einem Stuhl sitzen, gerade vor dem Bildschirm, dann spüren Sie den Stuhl mit Ihrem Tastsinn. Der ist ja nicht nur an den Händen, sondern auch im Oberschenkel, im Gesäß und so. Da spüren Sie Ihren Stuhl.
Wenn Sie jetzt den Stuhl rücken auf den Boden, dann hören Sie das typische Geräusch, das entsteht, wenn man einen Stuhl schiebt, sei es auf dem Parkett oder auf dem Teppichboden. Sie können den Stuhl anschauen mit Ihren Augen. Also mit verschiedenen Sinnen nehmen Sie den Stuhl wahr. Sie sehen ihn, Sie hören ihn, Sie spüren ihn. Vielleicht riecht er auch nach Kunststoff oder nach Holzlack oder sonst was. Dann riechen Sie ihn auch noch. Und das ist jetzt nicht so, als wären diese Eindrücke, die Sie von Ihrem Stuhl wahrnehmen, ganz separat, sodass da zum einen mal ein Bild ist von einem Stuhl und dann ein Geräusch, das mit dem Bild gar nichts zu tun hat und dann ein Eindruck von Ihrem Tastsinn, der wieder irgendwo separat steht, sondern Sie haben die Fähigkeit, diese Eindrücke automatisch zusammenzusetzen. Es entsteht sofort ein Bild von einem Stuhl. Das ist der eine Stuhl, der sich so anfühlt, der so aussieht, der sich so anhört, der so riecht. Und das ist gemeint mit dem Gemeinsinn. Der setzt die Wahrnehmungen von unseren eigenen einzelnen Sinnen zu einem Gesamtbild zusammen. Und damit können wir die Welt eben wahrnehmen. So, das ist ein ganz wichtiger Bereich von uns Menschen, unsere Sinne. Mit denen nehmen wir die Welt wahr. Jetzt kommen wir zu einem zweiten ganz wichtigen Bereich bei uns Menschen. Das sind die Emotionen, die sinnlichen Neigungen, die Triebe, die Reize, wie man sie auch immer nennen will. Und mit diesen Emotionen, mit den Reizen, da reagieren wir auf die Wahrnehmung unserer Sinne. Also Sie sehen hier auf der Folie, das eine soll ein zorniges Gesicht sein und das andere ein begehrendes, ein genießendes Gesicht, weil es gibt eben diese zwei Arten von Emotionen. Und mit diesen beiden Emotionen, da reagieren wir auf die Sinneswahrnehmung. Also zum Beispiel riechen wir mit unseren Sinnen einen leckeren Braten. Und jetzt erwacht in uns die Lust, das zu essen. Das ist ein ganz typisches Beispiel für so eine Reaktion, für so eine sinnliche Neigung. Mit den Sinnen nehmen wir etwas wahr. Mit den Emotionen, mit den Neigungen, mit den Trieben, mit den Reizen reagieren wir darauf. Es ist so ähnlich wie bei den Tieren. Ich sage nur so ähnlich. Auch die Tiere haben sinnliche Wahrnehmung und darauf reagieren sie mit ihren Instinkten. Also ein Löwe nimmt seinen Hunger wahr. Der Hunger gehört im weiten Sinn zum Tastsinn. Also der Löwe nimmt seinen Hunger wahr. Er sieht, da läuft ein Beutetier, irgendein Hirsch, eine Antilope, sonst was. Und dann entsteht in ihm der Reiz. Jetzt gehe ich auf Jagd und schnapp mir dieses Tier zum Abendessen. Also, so ähnlich ist es bei uns. Ich sage so ähnlich, weil wir werden nachher sehen, wir haben ja noch den Verstand. Und darum sind wir nicht unseren Instinkten und Trieben so ausgeliefert wie ein Tier, sondern wir können sie beherrschen. Wie gesagt, wir haben zwei Arten von solchen Neigungen, Emotionen, Trieben. Die eine Gruppe von solchen Neigungen, die flieht alles, was für unseren Körper unangenehm ist. Also da fliehen wir, was uns wehtut, da fliehen wir Anstrengung und so weiter, und da fliehen wir Kälte, Dinge, die uns nicht schmecken und so. Das ist das eine. Die andere Gruppe von Emotionen, die begehrt, was angenehm ist. Also da streben wir nach Ruhe, nach Genuss. Das sind eben die anderen Emotionen. Und diese zwei Gruppen, da werden wir dann nachher nochmals drauf zu sprechen kommen, weil die sind ein bisschen durcheinander geraten durch die Erbsünde. Wie gesagt, das sehen wir dann noch. Das ist der zweite Bereich. Zum einen die Sinne, mit denen wir wahrnehmen, zum anderen die Emotionen, Neigungen, Triebe, Reize, mit denen wir auf die Wahrnehmung der Sinne reagieren. Und diese Emotionen, die sind meistens mit körperlichen Reaktionen verbunden. Also zum Beispiel Angst.
Angst ist auch so eine Emotion. Ich nehme mit meinen Sinnen was wahr, was ich bedrohlich finde. Und dann reagiere ich darauf mit meinen Emotionen mit Angst. Und das spüre ich dann körperlich. Mein Herz schlägt schneller. Es ist ganz natürlich eine Reaktion. Ich will mich zur Flucht vorbereiten. Jetzt fährt mein Körper hoch, ist bereit zum Reagieren. Oder so eine Emotion wäre auch der Zorn. Der Zorn, ich spüre, wie mir Unrecht getan wird. Ich will mich verteidigen, ich will mich rächen. Man sagt, ich kriege jetzt einen dicken Hals, die Halsschlagader schwellt an. Also es ist eine körperliche Reaktion zur Verteidigung. Und so sind die Emotionen immer mit körperlichen Reaktionen verbunden. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, sagt man. Der wird blass vor Neid. Und so, das ist der Bereich der Emotionen. So reagieren wir auf Wahrnehmungen. Also wir haben bis jetzt zwei Bereiche gesehen, die uns Menschen ausmachen. Zum einen die Sinne. Und zum anderen die Reaktionen auf diese Sinne, eben die Emotionen, Neigungen, Triebe, Reize, wie man sie auch immer nennen will. Diese zwei Bereiche haben wir mit den Tieren gemeinsam. Auch Tiere können Angst haben und zornig werden und gierig sein auf Genuss und sowas. So, jetzt schauen wir uns zwei Dinge an, die nur wir Menschen haben, die uns Menschen auszeichnen. Und das ist die Vernunft. Gott hat uns erschaffen mit Vernunft. Und die Vernunft, die bedeutet geistiges Erkennen. Also wir können ja nicht nur mit unseren Sinnen erkennen. Wir können ja nicht nur sehen, hören, riechen, schmecken, sondern wir können ja auch Dinge erkennen, die man nicht sieht, die man nicht schmeckt, die man nicht riecht. Ich kann zum Beispiel erkennen, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nicht ein Ding, das irgendwo steht, wo ich drum rumgehen kann. Gerechtigkeit kann ich nicht anfassen, das kann ich nicht schmecken, nicht riechen, sondern es ist was Geistiges. Was ist das Gute an sich? Was macht etwas zu etwas Gutem? Was ist das Schöne? Das sind Dinge, die jetzt nicht irgendwo stehen. Und solche Dinge kann ich mit der Vernunft erkennen. Die Vernunft ist geistiges Erkennen. Und mit unserer Vernunft, da können wir nicht nur geistige Dinge erkennen, sondern wir können auch abstrahieren. Ich kann mit meinen Sinnen zum Beispiel Dinge wahrnehmen, die ganz unterschiedlich sind, und dann mit meiner Vernunft das Gemeinsame aus ihnen rausfiltern. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie sitzen auf einem Bürostuhl. Also so ein Bürostuhl, den man drehen kann, der eine hohe Rückenlehne hat, zwei Armlehnen, unten so ein Kreuz mit Rollen. Der sieht komplett anders aus als ein Küchenstuhl. Und ein Campingstuhl sieht wieder ganz anders aus. Und trotzdem können Sie erkennen, die drei Dinge, der Campingklappstuhl, der Küchenstuhl, der Bürostuhl, die haben alle das Wesen des Stuhles, obwohl sie komplett anders aussehen, sich anders anfühlen, eigentlich für unsere Sinne was ganz anderes sind, kann ihre Vernunft eben abstrahieren und dieses Wesen des Stuhles aus allen drei herausziehen. Das ist eine Fähigkeit, die Tiere nicht haben, die aber wir Menschen haben mit unserer Vernunft. Dann können wir mit unserer Vernunft auch Beziehungen erkennen. Zum Beispiel die Beziehung von Ursache und Wirkung. Wir haben kapiert, dank unserer Vernunft, dass Rauch und Feuer nicht irgendwie zufällig halt beieinander sind, dass das halt zufällig so ist, wo mal Feuer ist, ist auch Rauch, sondern wir haben begriffen, nein, der Rauch braucht eine Ursache und diese Ursache für den Rauch ist das Feuer. Und wo kein Feuer ist, ist normal auch kein Rauch. Das ist auch eine Fähigkeit, die unser Verstand hat, unsere Vernunft. Und wir können noch kombinieren und schlussfolgern. Also zum Beispiel kann ich schlussfolgern, Säugetiere haben Haare. Das ist so eine biologische Einsicht. Fische haben keine Haare, Vögel auch nicht, aber Säugetiere haben Haare. Wenn Wale Säugetiere sind,
dann müssen doch eigentlich auch Wale Haare haben. Das ist jetzt so eine Schlussfolgerung aus der Einsicht, Säugetiere haben Haare, Wale sind Säugetiere, also müssen sie Haare haben. Tatsächlich haben auch Wale Haare, wenigstens die Neugeborenen an der Schnauze. Das ist einfach ein Beispiel, geht jetzt rein nur in Gedanken. Das ist jetzt eine Erkenntnis, die ich mit meinem Verstand, mit meiner Vernunft mache, nicht mit meinen Sinnen. Und mit unserer Vernunft, da können wir erkennen, was gut ist. Also nicht nur, was gut schmeckt, nicht nur, was sich gut anfühlt oder was mir Vergnügen bereitet, sondern das Gute an sich. Was ist denn gut für uns Menschen? Was ist gut für die Gesellschaft? Also es ist ja eigentlich was Abstraktes. Das kann unsere Vernunft erkennen. Was ist jetzt in dieser Situation das Richtige? Dazu hat Gott uns die Vernunft gegeben. Also, diese Vernunft, das ist der dritte Bereich. Ich wiederhole nochmal, wir haben zuerst die Sinne betrachtet, sehen, hören, schmecken, riechen und so weiter. Dann die Emotionen, die eben Reaktionen sind auf diese sinnliche Wahrnehmung. Jetzt haben wir die Vernunft betrachtet, das ist unsere geistige Wahrnehmung, unser geistiges Erkennen. Und jetzt ist es ganz logisch, wenn wir mit den Sinnen wahrnehmen und dann darauf reagieren können auf unsere sinnliche Wahrnehmung, dann müssen wir doch auch auf unsere geistige Wahrnehmung reagieren können. Und tatsächlich, das können wir. Und diese Fähigkeit auf das, was wir mit unserer Vernunft erkannt haben, darauf zu reagieren, das ist der Wille. Unser Wille reagiert auf das, was wir geistig erkannt haben. Also wenn ich den leckeren Braten rieche mit meiner sinnlichen Erkenntnis, dann wollen meine sinnlichen Neigungen davon essen. Wenn ich mit meiner Vernunft erkannt habe, es ist gut, jetzt zu arbeiten, dann will mein Wille jetzt arbeiten. Das habe ich als gut erkannt. Das will ich jetzt tun. Also unser Wille ist eine Reaktion auf das geistige Erkennen. Darum ein geistiges Begehren, eine geistige Neigung. Wie die Emotionen auf die sinnliche Wahrnehmung reagieren, so unser Wille auf die geistige Wahrnehmung, auf unsere geistige Erkenntnis. Ich habe den Willen hier als eine Hand gezeichnet, die nach was greift. Man kann den Willen als geistige Fähigkeit jetzt schlecht malen, aber dieses Wollen, das ist damit ausgedrückt, dass die Hand nach etwas greift. Also grundsätzlich gilt die Regel, was unsere Vernunft als gut erkannt hat, das will unser Wille haben. Keiner will was Schlechtes haben. Und selbst wenn jemand die Sünde anstrebt, dann will er die doch um eines Gutes willen, um des Vergnügens willen oder sonst was. Also grundsätzlich erkennt unsere Vernunft das, was gut ist, und das begehrt dann unser Wille. So, jetzt haben wir vier große Bereiche gesehen, die uns Menschen ausmachen. Zuerst mal dieser untere Bereich, der sinnliche Bereich, die sinnliche Erkenntnis und die sinnliche Reaktion darauf, die Emotionen. Dann die geistige Erkenntnis, nämlich unser Verstand, und dann die geistige Reaktion darauf, unser Wille. Das sind die vier großen Bereiche, die uns Menschen ausmachen. Und vielleicht wundern Sie sich und sagen, ja, jetzt war bisher noch gar nicht die Rede von der Seele. Was uns Menschen noch zu Menschen macht, das ist doch die Seele. Dadurch unterscheiden wir uns doch vom Tier. Da haben Sie vollkommen recht. Durch die geistige Seele unterscheiden wir uns vom Tier. Und unser Verstand ist eine geistige Fähigkeit, geistiges Erkennen. Unser Wille ist eine geistige Neigung. Wo sitzen denn die beide? Nicht irgendwo im Körper, nicht in einem körperlichen Organ, sondern eben in der Seele. Weil wir einen Verstand haben und weil wir einen Willen haben, darum müssen wir eine Seele haben, müssen wir einen geistigen Teil sozusagen haben. Und die beiden, Vernunft und Wille, damit kann man quasi beweisen, dass wir eine geistige Seele haben müssen. Sehr logisch, das geistige Erkennen sitzt nicht in der Leber
Und der geistige Wille sitzt nicht in den Nieren, das ist eben was Geistiges und darum brauchen wir eine geistige Seele. Also hier jetzt nochmal ein kleiner Überblick über den Menschen. Da ist jetzt ein bisschen mehr drauf, als wir besprochen haben. Sie sehen da oben die Vernunft und den Willen, die beiden Fähigkeiten, die uns zu Menschen machen. Dann sehen Sie links die sinnliche Erkenntnis, unsere fünf Sinne und der Gemeinsinn, der das zusammensetzt, was die Sinne wahrnehmen. Dann sehen Sie rechts die Emotionen, die einen, die fliehen, was unangenehm ist, und die anderen, die begehren, was angenehm ist. Und dann sehen Sie noch zwei Bereiche, über die wir jetzt nicht ausführlich gesprochen haben. Natürlich können wir Menschen uns fortpflanzen und wir können wachsen und wir können uns vom Fleck bewegen. Das sind Fähigkeiten, die wir mit den Tieren gemeinsam haben. Aber wie gesagt, was uns zu Menschen macht, das ist unsere Vernunft und unser Wille. Und hier noch eine kleine Übersicht für den, der Tabellen gern hat. Sie sehen da rechts, mit wem wir das gemeinsam haben. Die oberste Zeile ist quasi bei uns Menschen das unterste Niveau. Wir können uns selber erhalten, wachsen, unsere Art erhalten, also fortpflanzen. Das haben wir gemeinsam mit allen Lebewesen. Das können sogar die Pflanzen. Auch Pflanzen wachsen, erhalten ihre Art, pflanzen sich fort. Dann können wir uns fortbewegen. Das können Pflanzen jetzt nicht, die stehen fest, aber Tiere können das. Wir können sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Wir können uns eben vorstellen, was wir schon mal wahrgenommen haben. Wir können auf unsere Wahrnehmung reagieren mit den Emotionen. Das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Und dann die beiden Fähigkeiten, die uns zu Menschen machen, nämlich das geistige Erkennen. Das ist die Vernunft und der Geist, das geistige Begehren, das ist der Wille. Und aus diesen beiden, was uns zu Menschen macht, nämlich aus unserem Verstand, aus unserer Vernunft und aus unserem Willen, aus diesen beiden, da ergibt sich etwas, was ganz charakteristisch ist für uns Menschen und was auch nur wir Menschen haben, nämlich die Freiheit. Weil wir einen Verstand haben und einen Willen, darum sind wir frei. Und an der Stelle, da ist es wichtig, dass wir uns kurz Gedanken machen über die Freiheit, weil die Freiheit ganz wesentlich ist fürs christliche Menschenbild und weil der heutige Begriff von Freiheit, der in den meisten Köpfen steckt, einfach grottenfalsch ist. Wirklich grottenfalsch, weil was uns Menschen frei macht, ist nicht, dass wir tun können, was wir wollen. Das ist so der landläufige Freiheitsbegriff. Wenn Sie jemanden fragen, ja, wann bist du frei, dann würde er sagen, ich bin frei, wenn ich tun kann, was ich will, wozu ich Lust habe, wenn mich keiner hindert, mich zu vergnügen und allem Möglichen nachzulaufen, was Spaß macht. Wenn es keine Einschränkungen gibt und keine Gebote und keine Gesetze, dann bin ich frei. Und wie gesagt, dieser Freiheitsbegriff ist einfach grundfalsch. Frei sind wir Menschen, wenn wir Herr sind über uns selbst. So definieren die christlichen Denker die menschliche Freiheit. Frei ist, wer Herr ist über sich selbst. Für die, die Latein verstehen, frei ist derjenige, der das Dominium sui hat, die Herrschaft über sich selbst, sagt der heilige Thomas. Und das haben Tiere nicht. Tiere sind nicht Herr über sich selber, sie können sich nicht entscheiden. Also ein hungriger Löwe, der Beute sieht, der kann nicht sagen, oh, heute faste ich mal. Nein, er folgt dem stärksten Reiz. Er hat Hunger, das ist der eine Reiz. Er sieht Beute, das ist der andere Reiz. Und dann gibt es überhaupt gar nichts mehr zu entscheiden für ihn. Er folgt jetzt einfach diesen Reizen, diesen Trieben. Ich habe mal ein besonders anschauliches Beispiel gehört. Ich habe das jetzt selber nicht nachgeprüft. Wer von Ihnen Gänse hat, kann das ja mal prüfen. Also man sagt, wenn man eine Gans, die brütet, einen Golfball ins Nest legt, dann merkt die Gans, jetzt ist ein Ei zu viel. Und es ist ja schlimm, wenn ein Ei zu viel ist, dann kann sie die nicht mehr alle wärmen.
Weil der Bauch von der Gans ist ja nur, hat nur eine bestimmte Größe, da passen nicht endlos viele Eier drunter. Also das merkt die Gans, es ist eines zu viel, dann muss sie eines rausrollen, damit die anderen noch gewarmt werden können. Und jetzt rollt die Gans nicht etwa den Golfball aus dem Nest, sondern sie rollt ein Gänseei aus dem Nest. Was irgendwie zeigt, die Gans handelt ohne Einsicht. Sie folgt einfach den Reizen. Offensichtlich hat so ein Golfball mehr, übt er auf so eine Gans mehr Reize aus als so ein Ei. Der ist noch runder als ein Ei. Und darum rollt sie das Ei raus. Und dieses Beispiel zeigt, dass eben Tiere ohne Einsicht handeln, sondern dass sie einfach immer dem stärksten Reiz folgen. Sie können nicht entscheiden, sie können nicht überlegen. Und darum sind Tiere unfrei. Bei uns ist es anders. Wir spüren auch Reize und Triebe, aber wir sind Herr über sie, wenn wir frei sind. Das heißt, ich kann mit einem riesengroßen Hunger an der Würstchenbude vorbeigehen und sagen, ich esse jetzt keine Wurst. Das unterscheidet uns von dem hungrigen Löwen, der einfach seinen Trieben folgen muss. Wir sind nicht unseren Trieben ausgeliefert, weil wir eben einen Verstand und einen Willen haben. Und das macht uns frei. Frei ist der, der Herr ist über seine Triebe, der ihnen nicht folgt. Und Knecht ist der, der sich von seinen Trieben leiten lässt. Und das krasseste Beispiel sind die Süchtigen. Egal welche Sucht, da ist der Mensch nicht mehr Herr über sich. Da folgt er einfach irgendwelchen Trieben und er kann nicht anders. Selbst wenn er will, kann er nicht anders. Also, der Ehrlichkeit halber ist es natürlich, muss es hier gesagt sein, oft sind wir auch nicht Herr über uns, sondern wir folgen auch irgendeiner Neigung. Und das zeigt, dass mit uns einfach was nicht stimmt. Das werden wir dann gleich noch sehen. Also wir Menschen, wir sind mit Freiheit erschaffen, weil wir eben einen Verstand und einen Willen haben und nicht unseren Trieben ausgeliefert sind. Die Tiere müssen ihren Trieben folgen, die folgen einfach dem stärksten Reiz. Wir dagegen, wir können die Reize prüfen. Ich kann sagen, also es ist Freitag zum Beispiel und da esse ich besser keine Wurst, also gehe ich einfach hungrig weiter an der Würstchenbude. Und wir können unsere Reize eben prüfen. Wir müssen nicht einfach ihnen folgen, sondern wir können die mit unserer Vernunft prüfen und uns eben dafür oder dagegen entscheiden. Also mal angenommen, Sie sind mit dem Auto unterwegs und vor Ihnen, da fährt jemand, der es überhaupt gar nicht eilig hat. Der fährt auf der Landstraße mit 60. So, und jetzt entsteht da ein Reiz. Ärger, wenn Sie es eilig haben, vielleicht auch ein bisschen Zorn. Der Hals wird dicker, das Herz schlägt schneller, es wird ein bisschen wärmer. Und jetzt würden Sie am liebsten vielleicht mal was sagen, so vor sich hinschimpfen. Jetzt merken Sie diesen Reiz. Und jetzt sind Sie da dem nicht hilflos ausgeliefert. Sie müssen jetzt nicht einfach irgendwie zwangsweise lostoben im Auto und die Geduld verlieren und brüllen und sowas, sondern wir können ja mit unserer Vernunft jetzt darüber nachdenken. Wir können zum Beispiel sagen, also wegen sowas rege ich mich jetzt nicht auf, dann komme ich halt 2 Minuten später an. Nützt ja alles nichts, wenn man nicht überholen kann. Wenn ich mich jetzt aufrege, geht es auch nicht schneller. Also wir können mit unserer Vernunft das abmildern, was unsere Emotionen erregt. Und sagen, gut, wegen sowas rege ich mich jetzt nicht auf. Das ist das eine, was wir können, weil wir eben einen Verstand und einen Willen haben. Das andere ist, selbst wenn ich innerlich koche, wenn ich innerlich koche und mein Hals anschwillt und mein Herz, meine Pulsfrequenz steigt und der Blutdruck auch, dann kann ich mich immer noch entscheiden, ich schreie trotzdem nicht los. Ich verkneife mir das jetzt einfach hier was zu sagen, sondern ich versuche es auszuhalten. Trotz allen Reaktionen versuche ich jetzt es einfach durchzustehen. Also, das ist auch eine typische menschliche Fähigkeit. Wir spüren einen Reiz, aber wir müssen ihm nicht folgen. Und nur noch was Drittes können wir tun bei den Emotionen. Viele
Emotionen haben ja eine materielle Seite, eine körperliche Seite und auch die kann man beeinflussen. Also ich kann zum Beispiel sagen, immer wenn ich Kaffee trinke, dann werde ich hibbelig und dann stören mich viele Dinge, die mich sonst nicht stören. Dann kann ich sagen, gut, dann trinke ich einfach keinen Kaffee. Dann nehme ich die Sachen vielleicht gelassener, zum Beispiel. Es gibt auch andere Dinge, wo ich die körperliche Seite beeinflussen kann, die körperlichen Reize, gerade was die Sexualität betrifft. Da kann ich eben durch körperliches Dinge die Emotionen niederhalten. Also, so hat Gott uns erschaffen. Mit Sinnen, mit sinnlicher Wahrnehmung, mit Emotionen, mit einem Verstand und einem Willen und dadurch mit Freiheit. Wir sind nicht unseren Trieben ausgeliefert. So hat Gott uns gemacht. Aber ich habe es ja schon angedeutet, irgendwas stimmt mit uns nicht. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist die Überzeugung von allen christlichen Denkern. Es ist uns geoffenbart. Der heilige Paulus bespricht es ausführlich im Römerbrief. Adam hat gesündigt und mit ihm wir alle. Und darum tragen wir die Strafe. Und darum ist jetzt bei uns hier was aus der Reihe geraten. Und das spüren wir. Also es gibt folgende Erbsünde, die wir spüren. Gerade die Emotionen, die Triebe, die rebellieren gegen die Vernunft. Es ist ja nicht so, dass wir nur zornig werden, wenn es gerade vernünftig ist, zornig zu werden. Also Christus im Tempel, der musste zornig werden, wenn er zu den Leuten da gesagt hätte, ach, sei doch so lieb, geht mal hier raus, dann wäre nichts passiert. Aber wenn man da energisch drangeht mit der Geißel und so, dann funktioniert das. Also da war es vernünftig, zornig zu werden. Und wenn er den Tempel reinigen wollte, dann wäre das mit lieben Worten nicht gegangen. Ich sage das, um zu zeigen, Christus wurde zornig, weil er zornig werden wollte, weil es vernünftig war, hier in dieser Situation zornig zu werden. Bei uns ist es komplett anders. Wir überlegen uns nicht, ist es sinnvoll, zornig zu werden hier, sondern der Zorn bricht los, wir kriegen eine Wut, weil uns irgendwas stört und dann hinterher denken wir, oh Mensch, hätte ich es doch gelassen. Jetzt habe ich mich da wieder aufgeregt. Es hätte doch nicht sein müssen. Also, und so in vielen Dingen, mit dem Genießen und mit all dem auch. Da spüren wir die Emotionen, die rebellieren gegen unsere Vernunft. Und darum sagt Chesterton, es gibt ja Leute, die meinen, Sünde gibt es gar nicht. Und er sagt, er meint, die Sünde ist so handgreiflich wie eine Kartoffel. Es ist doch nicht irgendwie nur was Gedachtes. Wir spüren doch die Sünde. Wir spüren doch, wie unsere Emotionen rebellieren gegen unsere Vernunft. Dass uns Emotionen zu Handlungen hinreißen, die uns dann hinterher leid tun. Und schon bei den kleinen Kindern sieht man es, wie sie zornig sind oder neidisch. Ganz kleine Kinder. Also das ist das eine, was in uns nicht irgendwie so richtig passt, wo wir eine Macke haben, der unsere Vernunft, die eigentlich Herr sein sollte, ist eben nicht mehr Herr, sondern es gibt Emotionen, die gegen sie kämpfen. Dann ein anderes Problem, das wir haben und das wir aber auch spüren, unser Verstand ist trüb. Also wie schwer tun wir uns manchmal etwas zu kapieren? Wie lange müssen wir da uns irgendwann mit einer Matheaufgabe beschäftigen oder mit irgendeinem Text, bis wir mal verstehen oder mit der gesellschaftlichen Situation und es ist alles so kompliziert und wir kapieren es kaum. Und auch was die Dinge vom Glauben an betrifft, tun wir uns da schwer, immer alles so einzusehen. Also unser Verstand ist trüb. Das ist das Nächste. Nicht nur die Emotionen rebellieren gegen den Verstand, unser Verstand ist auch trüb. Das ist die Wunde der Unwissenheit, die Erbsünde uns beigefügt hat. Und mit unserem Willen ist es nicht viel besser. Unser Wille ist schwach. Das kann jeder aus eigener Erfahrung sehen. Da nehmen wir uns x-mal vor, jetzt wollen wir das besser machen und jenes und früher aufstehen, damit es Zeit gibt fürs Morgengebet und beim dritten Bier aufhören und so weiter. Und dann klappt es doch nicht. Also das zeigt einfach, unser Wille ist schwach. Also Vorsätze, die wir nicht halten, kennt jeder. Und wie gesagt, diese Macken, die wir da haben, die sind jetzt nicht von Gott uns so gegeben worden, nicht so erschaffen worden. Am Anfang war das nicht so. Adam im Paradies,
der wurde zornig, wenn er zornig werden wollte und sonst nicht. Und dass es bei uns heute anders ist, ist eben eine Strafe für die Sünde Adams gegen Gott. Adam hat sich aufgelehnt gegen Gott im Paradies. Er wollte sein wie Gott. Und zur Strafe lehnen sich jetzt die Emotionen, die Triebe, die Neigungen gegen unsere Vernunft auf. Das ist eine gerechte Strafe. Also die Erbsünde hat mal diese drei Macken uns zugefügt. Die Emotionen, Triebe, die rebellieren und drüber verstanden, schwacher Wille. So, das ist aber nicht alles. Außer diesen Folgen da, die wir spüren, diesen dreien, da gibt es noch ein paar, die wir nicht spüren. Und gerade die, die wir nicht spüren, die sind noch die viel schlimmeren. Adam und Eva waren Freunde Gottes. Die haben wir verloren, die Freundschaft mit Gott, die heiligmachende Gnade. Wenn heute ein Mensch auf die Welt kommt, kommt er eben nicht als Freund Gottes auf die Welt. Weil niemand weitergeben kann, was er nicht hat. Adam und Eva haben die Gnade verloren, können sie auch nicht an ihre Kinder weitergeben. Das ist nicht alles. Wenn wir geboren werden, wir haben die Freundschaft mit Gott verloren, die heiligmachende Gnade. Also Adam und Eva, das Symbol soll hier zeigen, Gott wohnt im Herzen von Adam und Eva. Das ging verloren durch die Erbsünde. Und wie gesagt, das ist nicht alles. Wir sind auch ausgeschlossen aus dem Himmel. Für Adam und Eva, da stand die Himmelstür noch offen. Die hatten Zutritt zu Gott. Für uns, wenn wir auf die Welt kommen, ist die Himmelstür verschlossen. Und wir stehen bei Gott in Schuld. Wir sind schuldig geworden Gott gegenüber durch die Sünde Adam und Evas, die uns alle trifft, weil wir eben alle Menschen sind und natürlich durch unsere persönlichen Sünden. Also wer sich für diesen Bereich näher interessiert, der kann einfach beim nächsten Online-Vortrag zuhören, was heißt Erlösung. Da gehe ich darauf näher ein. Jetzt aber fürs christliche Menschenbild, da gehört es auch dazu, weil ganz elementar für uns Christen ist, dass wir überzeugt sind, wir Menschen, so wie wir heute sind, sind nicht so optimal, nicht so, wie Gott uns geschaffen hat, sondern wir haben eben Macken, die Erbsünde. Und dazu gehört aber auch, dass wir Erlösung brauchen, dass Gott uns reparieren kann. Also Christen sind grundsätzlich überzeugt, dass sie einen Erlöser brauchen. Und darum auch die Kirche. Wer die Erbsünde leugnet, der leugnet automatisch, dass der Mensch Erlösung braucht. Und dann ist die Kirche überflüssig, weil die Kirche hat die Aufgabe, die Erlösung uns zu bringen. Also Gott repariert uns. Das ist ganz grundlegend. Wir können uns nicht selber reparieren. Es gibt ja Leute, die meinen, ja, wenn ich mich halt nur genug anstrenge, dann kriege ich alles selber hin. Das ist kein christliches Menschenbild, das ist Pelagianismus. Der meint, es kommt nur auf meinen Willen an und dann kriege ich das schon hin. Nein, wir kriegen es nicht hin. Wir können uns nicht an unseren eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Wir brauchen jemanden, der uns die Hand reicht, der uns rettet und das ist eben Gott. Wir können nicht selber die Freundschaft mit Gott wiederherstellen. Wir haben ihn beleidigt durch die Sünde und das muss von seiner Seite ausgehen. Und wir können uns auch nicht selber den Himmel erwerben. Ich kann nicht sagen, jetzt laufe ich in den Himmel rein, ich hole halt genug Anlauf. Das geht nicht. Und wir können auch nicht aus eigener Kraft unsere Schuld tilgen. So, und wie repariert uns Gott dann? Das wissen Sie, Gott wird Mensch. Er bezahlt unsere Schuld am Kreuz. Er leistet Sühne für unsere Sünden. Er leistet Ersatz für unsere mangelnde Liebe und für unseren mangelnden Gehorsam. Wie gesagt, dazu mehr dann beim nächsten Mal. Christus bezahlt unsere Schuld. Christus schenkt uns wieder die Freundschaft mit Gott, macht uns zu seinen Brüdern, schenkt uns wieder die heiligmachende Gnade, nimmt Wohnung in unseren Herzen. Er öffnet uns den Himmel und schenkt uns eben die Gnade, die uns heilt. Zum christlichen Menschenbild gehört dazu, wir Menschen, wir brauchen Erlösung, aber diese Erlösung ist da. Die finden wir beim Herrn, bei Christus.
Also Christus repariert uns und jetzt er gibt uns nicht nur die Gnade zurück, die verloren ist, er macht uns nicht nur den Himmel wieder auf, sondern er repariert auch die ersten drei Macken, über die wir gesprochen haben, nämlich unseren trüben Verstand, unseren schwachen Willen und die Emotionen, die rebellieren. Durch die Gnade, die wir eben erhalten in den Sakramenten, durch das Gebet, durch die guten Werke, eben durch die Kirche, da erhalten wir ja Gnade von Christus her. Und diese Gnade, die hilft uns, das Wahre zu erkennen. Also sie macht unseren Verstand wieder hell. Sie stärkt unseren Willen. Sie gibt uns Kraft, den schlechten Neigungen zu widerstehen. Und sie gibt uns die Kraft, die Tugenden zu üben. Und mit den Tugenden, da können wir die Macken, die wir von der Erbsünde her haben, überwinden. Also die Tugenden helfen uns mit der Gnade Gottes. Also wir brauchen auch, um die Tugenden zu üben, die Gnade Gottes. Und damit können wir uns reparieren. Und das war eine Einsicht, die schon die Heiden hatten, dass das ein Mensch durch Tugenden sich reparieren kann. Die Heiden wussten natürlich noch nichts von der Gnade. Aber schon Aristoteles sagt, damit ein Mensch als ein guter Mensch gelten kann, da muss er klug sein, gerecht, tapfer und mäßig. Und das hat die Christenheit übernommen, genauso ist es. Die Klugheit, die repariert unseren Verstand, wie der Glaube auch. Der Glaube ist eben ein übernatürliches Licht und die Klugheit im natürlichen Bereich, aber auch im übernatürlichen. Also die Klugheit, die repariert unseren trüben Verstand, damit er wieder einigermaßen hell ist. Die Gerechtigkeit, die Tugend der Gerechtigkeit, die repariert unseren Willen, der zum Bösen geneigt ist, stärkt unseren Willen zum Guten. Und die Tapferkeit und die Mäßigkeit, die reparieren unsere Emotionen, unsere Triebe. Also die Tapferkeit, die hilft uns nicht zu fliehen vor Unangenehmen, nur weil es jetzt bequemer ist. Also wenn Sie denken an den heiligen Paulus, wir hören das am kommenden Sonntag in der Lesung, was der alles aushalten musste. Gefahren von Räubern, Gefahren auf Flüssen, Gefahren durch falsche Brüder und gegeißelt und Schiffbruch und Hunger und Durst und Blöße und alles. Der war tapfer. Der hat erkannt, es ist richtig, den Glauben zu verkünden und da lasse ich mich nicht abhalten, selbst nicht durch Steinigung und Geißelung und sowas. Das ist Tapferkeit. So viel ist von uns ja gar nicht verlangt, aber die Tapferkeit, und das zeigt dieses Beispiel, hilft, dass wir jetzt nicht den Emotionen nachgehen, der Bequemlichkeit und allem Unangenehmen aus dem Weg gehen und so, sondern dass wir eben bereit sind, die Emotionen zu beherrschen. Und das andere ist die Mäßigkeit, dass wir eben auch bereit sind, auf was Angenehmes zu verzichten. Die Tapferkeit macht uns bereit, was Schweres zu ertragen für das Gute. Die Mäßigkeit hilft uns, auf was Angenehmes zu verzichten für das Gute und für das, was unsere Vernunft als gut erkennt. Und dieses Schaubild soll hier zeigen, also die Gesichter sind Symbole für die Emotionen, also für den Zorn und für die Bequemlichkeiten, für das Genießen. Die kämpfen gegen die Vernunft und Christus repariert es durch die Gnade und die Tugenden, dass die Vernunft wieder herrscht darüber. Jetzt sagt die Vernunft, was geht und nicht die Emotionen. Und dass das jetzt nicht nur ein schöner Traum ist, die Erlösung, dass es nicht nur schön wäre, wenn es so wäre, sondern dass es tatsächlich funktioniert, das beweisen die Heiligen. Jeder Heilige ist ein Beweis dafür, dass Erlösung wirklich funktioniert, weil bei den Heiligen ist genau das geschehen. Durch die Tugenden und durch die Gnade wurden die repariert, durch die Gnade Gottes. Und da haben die Emotionen wieder der Vernunft gehorcht, ihr Verstand war wieder heller, ihr Wille stärker und all das. Also darum sind die Heiligen das Ideal des Christen. Also das Ideal des christlichen Menschenbildes sehen wir an Heiligen. Sie erfüllen das, was ein Mensch wirklich ist. Wir alle, sie haben halt irgendwie Macken und Fehler bei den Heiligen. Die haben ihre Macken und Fehler so gut wie überwunden. Also wir haben jetzt gesehen, wie Gott uns gemacht hat. Wie gesagt, das ist deshalb wichtig, weil wir daraus auch sehen können, was Gott für eine Idee von uns Menschen hat. Und dann können wir uns fragen, also wie soll ich denn jetzt sein? Natürlich so, wie es unserem Wesen entspricht.
so wie es der Idee entspricht, die Gott von uns hat. Und werden Sie sich denken, ja, also wenn das gut ist, was unserer Natur entspricht, und unsere Natur, die neigt doch zum Bequemen und was angenehm ist, und unsere Natur, die wird doch am liebsten einfach sich in den Sessel setzen und irgendwas Leckeres essen oder trinken. Nein, so ist es nicht. Unsere Natur, was unsere Natur ausmacht und was uns wirklich zu Menschen macht und uns vom Tier unterscheidet, das ist unsere Vernunft und unser Wille. Und das heißt, unserer Natur zu entsprechen, heißt nicht einfach den Trieben nachgeben, sondern unserer Natur entsprechen bedeutet, uns von der Vernunft leiten zu lassen. Durch unsere Vernunft und durch unseren Willen, dadurch sind wir Mensch. Wir sind nicht Mensch dadurch, dass wir bequem sind oder dass wir Appetit auf leckere Dinge haben und sonst was. Das haben ja Tiere auch. Mensch sind wir durch unseren Verstand und unseren Willen. Und um wirklich Mensch zu sein, müssen wir uns von unserer Vernunft lenken lassen. Also das tun, was wir als richtig erkannt haben und nicht irgendwelchen Emotionen nachgeben. Und das bedeutet, dass wir eben durch die Tugenden, die versuchen, die Emotionen wirklich wieder der Vernunft unterzuordnen, durch die Mäßigkeit, durch die Tapferkeit, durch die Gerechtigkeit und so weiter. Und wie gesagt, das schaffen wir alleine nicht. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Er kann uns heilen, der Heiland und Erlöser. Das ist ganz wichtig für das christliche Menschenbild, diese Einsicht. Gnade und Heil gibt es nur bei Gott. Aber Gott macht nicht alles alleine. Er sagt nicht, ja, halt still, ich repariere dich. Sondern wir müssen die Gnade annehmen und wir müssen mit der Gnade mitwirken. Gott macht es nicht gewalttätig, er sagt nicht einfach, ob du willst oder nicht, jetzt wirst du repariert, sondern wir müssen mitwirken an unserer Reparatur. Das ist dieses berühmte Wort vom heiligen Augustinus. Gott, der dich erschaffen hat ohne dich, wird dich nicht erlösen ohne dich. Also bei unserer Erschaffung, da mussten wir nicht mitwirken, da wurden wir nicht gefragt, Gott hat uns einfach erschaffen. Aber bei unserer Erlösung, da müssen wir mitwirken. Das geht nicht ohne uns. So sollen wir sein, wie es unserer menschlichen Natur entspricht. Das heißt, uns von unserem Verstand und unserem Willen leiten lassen und nicht vom sinnlichen Bereich, nicht von den Trieben, Emotionen reizen. Und das heißt ganz konkret jetzt für uns, wir sollen Gott lieben. Das gehört zum christlichen Menschenbild dazu. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und das sind wir Gott schuldig, weil er unser Schöpfer ist und unser Erlöser. Er hat uns so viel Gutes gegeben, jetzt müssen wir darauf irgendwie reagieren, darauf antworten. Und wie können wir die Liebe Gottes vergelten? Eben nur dadurch, dass wir ihn auch lieben. Und darum ist das ganz grundlegend, wenn wir uns fragen, wie soll ich denn sein, Gott gegenüber, als Geschöpf, als Erlöster Gottes, da habe ich die Aufgabe, Gott zu lieben. Das entspricht meinem Wesen, meinem Zustand. Darum haben wir einen Verstand und einen Willen. Tiere können nicht lieben. Aber uns hat Gott einen Verstand und einen Willen gegeben, damit wir lieben können. Und darum müssen wir ihn auch lieben. Also ein Schmetterling oder eine Blume verherrlicht Gott auch einfach durch ihre Schönheit. Aber wir Menschen sollen Gott dadurch verherrlichen, dass wir ihn lieben. Das ist typisch menschlich. Das macht uns wirklich zu Menschen. Und natürlich ihm dienen. Wenn ich Gott liebe, dann will ich seinem Willen folgen, der sich eben zeigt in den Geboten, in der Offenbarung, aber natürlich auch in meiner Vernunft. Das, was vernünftig ist, ist normal, das ist immer das Gute. Und unser Ziel ist nicht hier die Erde, weil, wie ganz am Anfang gesagt, Gott hat uns erschaffen für den Himmel. Und um in den Himmel zu kommen, müssen wir uns eben hier bemühen, dass wir so leben, wie es dem Ideal Gottes entspricht, das er von uns Menschen hat. Und das bedeutet, dass wir heilig werden. Darum ist das Ziel hier auf der Erde die Heiligkeit, weil wie gesagt, die Heiligen, die haben das Idealbild des Menschen verwirklicht. Und
Nach unserem Tod ist dann das Ziel, das ewige Leben, herrlich zu sein bei Gott. Also soweit dazu von meiner Seite zum christlichen Menschenbild. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht, eine Mail an bildungswerk@fsspx.de, dann kann ich Ihnen da antworten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und Gottes Segen. Alles Gute.